Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich sag's gleich, das wird nur ein ganz, ganz kurzes Video. Aber ich möchte euch dieses Buch hier nicht vorenthalten. Und zwar ist das von Michael Bond, Geschichten von Paddington, mit Bildern von Peggy Fortnum aus dem Gulliver Verlag. Gulliver Welten von Belz und Gelberg ist das nochmal so ein abgesplitteter Bereich wahrscheinlich. Ich verlinke euch den Verlag und das Buch natürlich wie immer unten in der Infobox. Gekostet hat das Ganze 8,95 €, ist halt wie so ein Taschenbuch und hat insgesamt wie viele Seiten? 275. Ich glaube, es ist ganz interessant, wenn ich euch mal die Schriftgröße zeige. Ist halt schon ein bisschen eine größere Schrift, ist aber auch gut so. Fangen wir aber mal vorne an. Also Paddington kenne ich wirklich noch aus meiner Kindheit. Ich habe Paddington gelesen, ich habe Paddington-Kassetten gehört noch. Und bin jetzt wieder auf Paddington aufmerksam geworden, als der Kinofilm letztes Jahr rauskam. Steht auch hier. Paddington, das Abenteuer beginnt, der Kinofilm zum Buch. Hab mir den Film leider noch nicht angesehen, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich es wie immer noch nicht geschafft habe. Wird aber definitiv nachgeholt. Freue ich mich schon sehr drauf, einfach weil das so eine Kindheitserinnerung war. Und da bin ich wieder drauf gekommen, dass ich das auch Vince nahebringen wollte, weil mir die Geschichten von Paddington wirklich sehr gefallen haben. Es war so was Lustiges, was Lebensbejahendes und ja, ihr wisst, sowas mag ich. Und deswegen lese ich ihm jetzt aus Geschichten von Paddington auch vor. Also immer mal nur so, also immer nur eine Seite, ne? Zu viel, da hört er ja sowieso noch nicht zu. Und ich werde sie mir in ein paar Jahren natürlich nochmal vorlesen. Und dann ist es auch ein tolles Buch fürs erste Lesen dann für ihn. Und ich finde das richtig, richtig schön. Ihr habt ja, wie gesagt, mehrere Geschichten. Eigentlich kennt, glaube ich, jeder die Geschichte von Paddington, wie der kleine Bär da am Bahnhof Paddington eben sitzt und von der Familie Brown aufgenommen wird. Und darum geht es auch im ersten Kapitel. Dann geht es halt weiter, dass er das erste Mal mit so Sachen in Berührung kommt wie Rolltreppen und Aufzügen. Und er braucht natürlich Sachen. Und dann lernt er Badewannen kennen und wie man ordentlich isst oder auch nicht ordentlich isst. Und dann heißen hier so Kapitel zum Beispiel Paddington malt, im Theater, das Familienfoto, Mrs. Browns Riesenkürbis von Raketen und einer super Strohpuppe. Winter ist es, wenn es schneit, die Weihnachtsfeier. Also man begleitet Paddington quasi so ein Jahr ungefähr bei der Familie Brown. Und mir gefällt es schon richtig gut, ihm das vorzulesen. Ich hatte schon auch Kinderbücher, die ich ihm vorgelesen habe, wo ich gar nicht so gerne gelesen habe. Wenn ich so dachte, oh, jetzt musst du dieses Buch wieder zur Hand nehmen, hatte ich eigentlich gar keine Lust. Und ihm ist es im Prinzip im Moment völlig egal, was ich ihm vorlese. Deswegen fand ich es cool, dass ich gerade was habe, was mir selber gefällt. Ich hätte mich jetzt vielleicht nicht hingesetzt und das Buch selber so für mich gelesen, weil ich einfach so viel andere Sachen noch lesen möchte, lesen muss. Aber damit, dass ich es quasi so verbinden kann, dass ich es lese und ihm vorlese, passt das wirklich perfekt. Es macht mir unglaublich Spaß, ihm da mittags und abends immer was draus vorzulesen. Wie gesagt, immer nur so eine Seite, aber man kommt trotzdem vorwärts. Es gibt immer mal wieder so ein paar Abbildungen, die sind aber schwarz-weiß. Also das ist jetzt kein Buch. Vince hatte auch ganz viele Bücher, wo eigentlich mehr Abbildung natürlich ist als Text. Die gucken wir uns gerne mal so gemeinsam an. Aber so abends zum Vorlesen muss das gar nicht sein. Dann ist mir das lieber, wenn er wirklich nur zuhört und sich nicht allzu sehr auf die Bilder konzentrieren muss, kann, will, wie auch immer. Deswegen, ich mag das Buch sehr. Es ist für mich, sind das Kindheitserinnerungen, die geweckt werden. Und ich mag das gerne, ihm was weiterzugeben oder ihm was vorzulesen, was ich noch aus meiner Kindheit kenne. Und die Geschichten von Paddington sind einfach super süß und man schmunzelt ständig dabei. Und deswegen mag ich das sehr und kann euch das sehr ans Herz legen. Entweder für euch selbst zum Lesen, wenn ihr da Bock drauf habt. Fürs erste Lesen ist es super gut geeignet. Aber wie ihr merkt, natürlich auch zum Vorlesen. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, die kurze Rezension hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!